Hallo und herzlich willkommen zurück bei Drug Dealer Simulator. Wir werden jetzt fortfahren. Ich habe offscreen ein bisschen vorangearbeitet. Nicht böse sein, bitte. Werde ich euch gleich zeigen, was ich meine. Und habe es sogar noch abgespeichert bei der Polizeistunde. So. Und zwar habe ich schon die Kunden bedient. Jetzt soll ich da und hier und dort sprühen. Problem ist, wir müssen erstmal zur Tankstelle ankommen. Und das andere Problem ist, ich muss noch Eddie bestellen. Noch bei Eddie bestellen, genau. Bezahlen nicht, aber bestellen. Noch bei Eddie. Aber erstmal gehen wir zur Tankstelle. Moment mal, die Sachen darf ich doch nicht in meine Tasche tragen. Sorry, dass ich so. Warte mal, muss ich wirklich nur markiert Gelände. Finde einen. Benutze Spray und finde einen Kunden. Okay, aber erstmal zur Tankstelle gelangen. Bei der Polizeistunde. Es glänzt da hinten so schön. Ich glaube. Hey, what? Run, 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 motherfucker, run! What? Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ah. Ich wollte doch bloß. Ah! Ich wollte doch nur einkaufen. Ja, Polizeipatrouillen. Bla bla bla, das kennen wir ja alles schon. Achso, die haben mich so lange festgehalten, bis die Polizeistunde zu Ende war. Mhm. Sehr aufmerksam. Aber ich habe kein Geld bei. Völlig umsonst hergekommen. Okay, gut. Nicht so schlimm. Gehen wir nochmal zurück. Und holen mal Money. Kaffeequartier nicht nochmal gestresst. War hier nicht irgendwo? Achso, zum Rübersteigen. Ah. Warum steht hier sinnlos ein Auto rum? Wird da eh nicht benutzt. Total sinnlos. Aber okay, gut. Dann sprechen wir mal und kaufen hier mal was ab. Und zwar folgendes. Was? Das ist neu. Kleiner Rucksack, mittlerer Rucksack. What the? Oh, kann man da mehr tragen? Haarklemme habe ich ja unterwegs gefunden. Das brauche ich nicht mehr kaufen. Spraydosen brauchen wir. Unbedingt Spraydosen. Nicht zu viel. So, würde reichen. Genau. Ein paar Spraydosen und alles ist schick. Ja, du auch. Ja. Sollten öfters mal die Gegend absuchen. Was ist das hier? Kann man da? Nee, kommt man nicht ran. Schade. Gut, ich hoffe, die lassen mir in Ruhe. Also hier drüben, da wo Eddie wohnt. Ja, da wo Eddie wohnt. Einmal sprühen, bevor die Leute mich sprühen sehen, muss ich hier mal die Ecke benutzen. Mit sprühen. Ja, stimmt, heimlich. Ich hoffe, okay, sieht mich jetzt hier keiner. Oha, da laufen sie. Keep in mind. Gaining respect is one thing, keeping it is another. Respect in neighborhoods slowly drops in time. So don't forget to keep those sales flowing. Langsam, aber sicher fallen. Low respect is less sales. Less sales is less money. And less money is, well, it just sucks, okay? Okay, sie stehen da drüben. Hier kann ich doch bestimmt. Genau. Nice. So, und wo ist der Typ, der was haben will? Muss ich mal gucken, ne? Typen, die mit Fragezeichen hinter mir. Okay. Bin eine Person. Müsste hinter mir sein. Oha. Ach, da ist er. Da steht er.
Und da links. Oha. Nein, die werden mich erwischen. Hundertprozentig. Oh, was ist das denn? Darf ich nicht reingucken? Denkst du so? Nö, da ist nichts. I ist es. Okay. Ich frage nicht, was es ist, aber ich würde es gerne wissen. Oh. Bleib stehen. Ps, ps, ps. Ich habe hier ein Geschenk für dich. Nicht alle. Hier, Kumpel. Nur für dich. Mach's gut. Level 3. So, wir haben 10 Charakter-Skills. Wir könnten ein bisschen Skilly-Skilly machen. Läufer erhöhen, Tarnkappe, Illusionist, Verkäufer, Schlaukopf. Okay, Schlaukopf. Erhöht die Erfahrungspunkte für Verkäufe und Quest. 50% verleiht ihr 2 zusätzliche Skillpunkte pro Level. Nö. Taschen. Vergrößere die Anzahl der Taschen, um mehr Items mitzunehmen. Stamina, erhöht die Ausdauer, ist klar. Läufer vergrößert die Geschwindigkeit beim Rennen und lässt die schneller die Polizei entwischen. Tarnkappen-Skill verringert die Gefahr, dass du geschnappt oder von der Polizei kontrolliert wirst. Illusionist, Chance von 0%, dass die Polizei bei einer Durchsuchung keine Drogen bei dir finden. Ah. Also Tarnkappe und Illusionist würde ich gerne mal. Ja, komm. Pamai Skills. Ich hoffe, das hilft. Und wir schauen mal kurz auf der Karte. Benutze Sprayfarm. Okay, ich soll noch mehr ein bisschen rumsprühen. Spaß an der ganzen Sache haben und die alten Sachen hier übersprühen, ist auch okay. So. Ja, den Respekt ein bisschen erhöhen, ne? Muss ich ja. Oha, da ist noch einer. Bleib stehen. Hey Kumpel, alles klar bei dir? Guck mal, ich habe ein Geschenk für dich, mein Kleiner. Ich hoffe, du bist nicht sauer auf dieses Geschenk, aber ich muss es loswerden. So, Respekt auf Max. Ach, bei uns. Ach, verdammter. Okay, auf jeden Fall kriegen wir hier mehr Verkäufer dadurch. Hinten ist noch einer. Hat der Fragezeichen? Ich hoffe, der hat Fragezeichen. Hallo, hallo, hallo? Ma'am? 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 Ich habe hier was für Sie. Ich glaube, das wird Ihnen gefallen und glücklich machen. Die sehen mich ja nicht hinterm Busch, ne? Ich gehe mal das Risiko ein. Jetzt. Respekt. Nice. Ich sprühe bei Eddie ein bisschen rum. Ist aber nicht die feine englische Art. Aber okay. Rumsprühen ist. Sprühen. Na, rumsprühen ist okay, wenn man das zwischendurch mal macht. Tür ist verschlossen, okay. Ja. Mhm. Sag mal, wohnen hier Russen? Finde ich cool. Ja. Falls jemand Russisch kann, gerne in Kommentare. Sehr interessant. Cool. So, muss ich noch mehr rumsprühen? Nö. Cool, das war's. Kann ich ja zurück nach Hus. Kann man hier vielleicht... Dietrich? Ich hab doch ein... Wie funktioniert das nochmal? Verdammt, ich bin völlig raus. Hallo? F. Achso. Noch ein Stück. Ah. Ach, Mist. Ach, Klammer kaputt. Also so in den Dreh. Ach, Mann. Schon ein bisschen kompliziert, ne, mit dem Schloss. Ja, okay, ich gib's auf. Kommt nur noch 2.
Und wenn ich es aufkriege, ist da eh nichts drin. Sorry. Hier vielleicht? Tür ist verschlossen. Was ist im Müll drin? Spraydosen. Einmal durch den Müll wühlen, ja? Ist das okay? Obwohl überall steht Müll, Müll, Müll. Kann man wohl nicht verkaufen, ne? Den ganzen Müll. Halsband. Oh, das gibt Geld. Habe ich jetzt mitgenommen, ne? Halsband. Zum Verkaufen ist super. Armband. Boah, nice. Legales Geld. Mein erstes legales Geld. Kunden? Versteckte Kunden? Nein. Hi, Ma'am. So, Tankstelle kurz mal ran. Da wohnen wir und... Oha. Okay, ich gehe erstmal mein Zeug ablegen. Bevor wir Probleme kriegen hier noch mit der Polizei. Ich glaube, ich sollte auch erstmal nach und nach hochskillen. Und nicht alles auf einmal knallen. Das Geld bleibt hier. Und hier kann ich noch ein bisschen Geld machen mit diesem Zeug. Okay. Wir gehen noch ein bisschen bestellen bei Eddie. Neue Angebote erstellen. Zack. Und zack. Bestellen. So. Nachricht krieg ich später. 4 Gramm Ganja. 4 Gramm Weed. Hast du immer noch Weed auf Lager? 2 Gramm wäre super. 2 Gramm verkaufst du? Speed. Okay. So wird ungefähr 60 Minuten dauern. Gut. Ist ja ein schon leiser Spiel. Ein Moment, ich muss mal hier kurz mal ein bisschen lauter drehen. Just don't set that too low, okay? Was? Ist jetzt laut genug? Er kann nicht gespeichert, oder? Hat er gespeichert doch? Ja, ja. So, dann gehe ich nochmal kurz alt. Moment. Hat er schon geantwortet? Ich glaube ja, ne? Ja, doch. 60 Minuten. Okay, gut. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nur keine Fehler machen. Wir müssen verkaufen. Ab zur Tankstelle. Das ist unser erster echter Deal. Ich glaube, bei der Tankstelle muss ich hin, um das zu verkaufen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, hoch dann. Jo, over. Show over. Immer schön freundlich bleiben. Dann passiert auch nichts. Ach, Schnauze da drauf. Natürlich nicht. So. Ja, ich möchte erst was verkaufen. Verkaufen? Hä? Vielleicht sollte ich es doch erstmal behalten. Weil ich kann bei ihr nichts verkaufen. Ah, klar, schon. wo kann man denn verkaufen? Ist Tankstelle? Ein kleiner Laden auf den alten Markt. Nur tagsüber geöffnet. Laden vom alten Donald. Mit billigen Möbeln und Geräten. Ah. Also muss ich dieses Teil hier auch noch freischalten. Durch rumsprühen. Um Geschäfte zu machen. Okay, dann muss ich erstmal die Sachen behalten, die ich gefunden habe. Machen wir mal. Ich hoffe, es schadet nicht, wenn ich das aufhebe. Ich habe es jetzt durch Zufall, ne? Durch Zufall gefunden. Die zwei Sachen. Päckchen kann ich endlich abholen. Ja, nice. Das ging ja fixi foxy. Kurz mal raus, schnell mal rein und bam.
Okay, Lieferung für längere Zeit in einem toten Briefkasten gelagert. Könnte gestohlen werden. Ja, wenn ich mich nicht beeile, genau. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Toter Briefkasten ist hier drüben. Okay. Naja, ich habe nichts für dich. Sorry. Hab jetzt nichts auf Parat. Jetzt hätte ich es gerne gemacht. Oh, ist das. Ganz schön laut hier. So, wo soll denn hier ein toter Briefkasten sein? Bestimmt so einer, den ich nicht sofort sehe, ne? Ich bin direkt. Ah, hier ist X. Okay, da ist mein Joint. Nice. Gut, Erfahrungspunkte bekommen. Und jetzt gucke ich mal hier draußen. Seit wann laufen so viele Leute rum? Das ist neu. Für mich gerade jetzt eben. Sorry für die Leute, die das Spiel schon kennen, aber für mich ist das gerade Neuland. Aber ich guck mal, ob hier irgendwas rumliegt, was ich mitnehmen kann. Wie zum Beispiel eine Haarklemme. Huch. Oder diese Sprühflasche. Nice. Ab und zu findet man hier gute Sachen. Man muss nur ein bisschen Ausschau halten. Nur ein bisschen reinschauen, rumschnüffeln. Kartons darf ich nicht durchwühlen, warum auch immer. Ich hoffe, die Aufnahme ist für euch nicht zu langweilig, denn Unterhaltung ist bei mir immer an erster Stelle. Ihr dürft auch Kommentare schreiben, gar kein Problem. Ich antworte später drauf. Natürlich, Türen verschlossen sind und hier irgend so ein brüllender Hund. Ja, schade, dass ich das hier nicht wegmachen kann. Ja. Okay, reicht. Ab nach Hus. Mein Gott, die haben auch komische Musik. Oh, was ist das? Ein leerer Raum. Und Strom. Öffne den Stromkasten. Da ist eh nichts drin, wusste ich's doch. Aber altet. Oha. Ich bin nicht da, ich bin eine so nischt. Okay, gut. Also gleich auf den Rückweg. Ja. Schade, dass man hier keine Türen öffnen kann. Aber es geht langsam voran hier bei uns. Langsam. So, dann packe ich mal die Sachen wieder auf den Tisch. Zum Glück kommen sie nicht ins Haus. Noch nicht ins Haus. Was ist das denn? Das sind doch nicht die 10 Gramm. Hier, das sind die 10 Gramm. Sauerstoff. So. Danke, Eddie. So. 4 Gramm Ganja, das ist grün. 4 Gramm Weed, das ist auch grün. 2 Gramm Weed und 2 Gramm Speed. Okay, ich muss die erstmal vorbereiten. 2 Gramm Speed. Okay. Dann mache ich mal. 2 Gramm. Speed. So, Produkt verpacken. So, und dann war der 2x4, ne? Jetzt einmal 4. Schon lustig. So, und dann war noch beim 2 Gramm dann. Huch. Na, mach mal. Genau.
2. Huch, sorry. Na, ab und zu spackt die Maus rum. 2-mal, genau. So. Das war das. Und jetzt muss ich nur noch die Bestellung annehmen. So, dann wollen wir mal die Leute beschenken von unserem Deal. Dürfte ja kein Problem sein, hoffe ich. Ja, ja, neue Lieferung. Ich bin dabei. Oh, direkt vor meinem Haus. Schön. Hi. Der wollte 4 Gramm Marihuana. Muss ich erstmal... 2x2 war das? Genau. Gar nicht gewusst, dass ich noch was in der Hose habe. Lass ich mal eine Hose drin, ne? So, der nächste Kunde, der ist direkt an einer anderen Stelle. Hier müsste er sich versteckt haben. Hey, I'm pretty sure we could open that with one of those universal keys. Wonder if we can buy a key like that somewhere. Na, wo ist der Kunde hinter mir? Ach, da. 4 Mama Johanna. Okay. Ein Krach hier. So, mal gucken. Der nächste ist in East Old Town. Gut. In der neuen Stadt. Da jump ich mal schnell hin. Nur nicht erwischt werden, ne? Der muss hier irgendwo sein. Da ist eine Frau. Oh. Okay, sie wollte Amphetamin. Genau. 2. Direkt. Nice. So, und der letzte Kunde ist hier hinten. Natürlich gibt es dafür XP. Das finde ich super. Hier hinter das Gebäude? Ja. Ja, hier ist es. 2 Gramm Marihuana. Viel Spaß damit. Und jetzt will ich hier noch ein bisschen sprühen. Da fehlt noch ein bisschen mehr Respekt. Er muss hier Stadtteile, ne, Respekt verdienen. Okay, ich kann nicht überall sprühen. Hier. So, hier. Hier geht's. Super. Ich hoffe, ihr findet die Folgen nicht so langweilig. Oha. Hier könnte ich mir ein neues Haus kaufen später. Dieses Gebäude kann man kaufen. Ja, nice. Hätte ich nicht gedacht. Oh, in 52 Minuten geht's los. Wir haben keinen Verkäufer mehr. Okay. Kann man hier auch ein Gebäude später kaufen? Ich denke mal schon, ne? Huch. Ich sprühe mal schnell, bevor sie hier kommen. Und bevor die Zeit um ist. Auf jeden Fall. Sehr interessant, das Gebäude. Okay, ab nach Hause, bevor die Zeit um ist. Njomanya, Njomanya. Njomanya. Da ist ja richtig Disco hier bei den Nachbarn. Ey, da richtig Party los. Hier. Gut. Ab nach oben. Wir haben unseren Deal abgeschlossen und do this. So, wie gesagt, ich werde
Ja, ich habe noch mal Johanna in meiner Taschen. Nicht so klug, damit rumzuschleppen. Da sind auch noch welche. So, und dann noch anfangen mit Vitaminen für Leute, die halt, ne, was haben wollen. So, und dann kann ich eigentlich noch Bestellung eröffnen. Aber erstmal möchte ich mal ein bisschen was auf die Karte, ein bisschen was dazu sagen. Also hier, ne, 790 Respekt haben wir da. So, das nächste, alter Marktplatz, müssen wir auch noch abschließen. Aber bevor wir das machen können, müssen wir erst East Old Town abschließen. West Old Town sind wir drinne, da wohnen wir sogar. Hier ist noch geschlossen, aber wir müssen hier nach und nach die ganzen Gebiete, so wie ihr hier seht, hier kann ich nicht, okay, das war alles. Also die ganzen Städte hier müssen wir alle, wie soll ich sagen, einnehmen. Respekt hochpushen, bis zum geht nicht mehr. Verkaufen, sprühen. Ja, das ist das Einzige, was ich momentan kann. Verkaufen und sprühen, um mich hier hochzuarbeiten. Mit euch. Ich hoffe, es bleibt spannend für euch. Und es macht euch genauso viel Spaß wie mir. Ich sage mal an der Stelle 30 Minuten Standard-Folge. Jeden Tag ab 8 Uhr auf meinem Kanal. Bis auf Wochenende, sage ich mal. Wochenende wird nichts kommen. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann. Was haben wir? Weiß jetzt nicht. Ich glaube, ja. Okay, wir sehen uns dann ab Montag wieder um 8 Uhr auf meinem Kanal. Vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao. Mit V. Tschüss.